Hallo Freunde von World of Warships, Patch 0.5.14 steht an. Was können wir uns erwarten? Einmal neue Tarnungen, einmal Verbesserungen der Benutzeroberfläche, einmal neues Anti-Aliasing-Tool und die Geräuschkulisse wurde aktualisiert. Wir beginnen bei den Einstellungen und arbeiten uns dann langsam vor, bis zum Schluss die Tarnungen gezeigt werden. Eine der neuen Einstellungsmöglichkeiten ist unter anderem die Multisample-Kantenglättung in zweifach, vierfach, achtfacher Ausführung. Das wird wahrscheinlich ein paar Prozent Leistung fressen. Zwischen 20% und 30%, je nachdem. Wobei World of Warships relativ wenige Ressourcen frisst und die meisten Grafikkarten sowieso überdimensioniert sind, ist das natürlich eine Alternative, die man einschalten kann. 1070, 1080, 290x, 970 sollten damit kein Problem haben. Alles, was über 60 FPS ist und sprunghaft natürlich 72 FPS, ist immer gut. Ich stelle jetzt einmal alles auf sehr hoch mit MSA, FX macht natürlich aus, alles beide hat wenig Sinn. Und dann schauen wir uns die FPS an. Links oben 55 FPS, 62 FPS, es ändert also nichts. Seile sind, gut, das sieht man hier nicht beim Friedrich, what, warum nicht? Die Seile sind nun besser dargestellt. Was passiert, wenn ich auch FX auf Max stelle? Quasi, es ist alles hoch, Kantengleitung, alles, also gar alles, es geht nicht mehr. Alles ist auf sehr hoch. Nee, gar nicht. Ich habe doch hier auf sehr hoch gestellt. Alles auf sehr hoch. Texturfilterung. Laub muss auch auf sehr hoch. Passt. Anwenden. Dann pendelt es sich ebenfalls bei 55,62 ein. Das heißt, 6700K, 4x4 GHz und eine 290X stemmt das alles ohne Probleme. Ein weiteres Feature des neuen Patches ist, dass man nicht wie früher mit STRG und Maus über das Schiffslayout fahren muss, um die erweiterten Informationen des Schiffes zu sehen. Man kann jetzt einfach mit dem Gefecht H drücken, also das ist die Standardbelegung, und dann erhält man, oh, ich habe in den Berg geschossen, dann erhält man auch dieses Interface. Außerdem ist in der linken unteren Seite quasi das Schiffs-Icon jetzt schöner dargestellt, schwarz umrandet. Und auch die reparierbaren Hüllenpunkte sind jetzt semi-transparent. Des Weiteren sieht man hier jetzt im Eroberungsbereich die Anzahl der Sekunden, die es noch braucht, um den Bereich zu erobern, kann man also besser timen. Anscheinend ist es genau eine Minute, die man drin bleiben muss. Es ist kurz aufgeploppt. Das ist aber nur der Fall, also dass man es sieht, wenn man den alternativen Gefechtsbildschirm aktiviert hat. Wenn man jetzt auf die Minikarte schaut, sieht man, dass die versenkten Schlachtschiffe schwarz sind, während die vorher gesichteten Schiffe normalerweise wie früher weiß umrandet bleiben. Das heißt, man kann weitaus besser differenzieren, was jetzt ein Schiff ist, das man schon gesehen hat, oder ein Schiff ist, das schon gesunken ist. Und das ist sehr wichtig. Habt ihr den Wind gehört? Das ist unter anderem die neue Geräuschverbesserung, denn je nach Karte werden verschiedene Umgebungsgeräusche ausgewählt und wiedergegeben. Außerdem wurden die Geräusche beim Feuern der Hauptgeschütze, der Flak und der Granaten, die auf dem Wasser aufprallen, verbessert. Kommen wir nun zu den neuen Tarnungen für alle Tier 10er. Hier einmal die Midway. Gearing. Des Moines. Montana, Hakuryu, Shimakaze, Zao, Yamato, Khabarovsk, Moskva, Hindenburg, Großer Kurfürst. Was soll man davon halten? 5000 Dublonen ist natürlich ein Preis, der sich gewaschen hat. Das sind umgerechnet 20 Euro. Dafür liefert die Tarnung, die Typ 20 Tarnung, hier am Beispiel des Großen Kurfürstes natürlich auch einiges. Die -3% Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser, die +4% maximale Streuung, das ist alles altbekannt. -50% Preis der Schiffswartung nach dem Gefecht, plus die Flagge werden das dann -60%.
Zu Zeiten von gewerteten Gefechten können es minus 70, minus 90% sein, je nach Flagge, die man ausgerüstet hat. Das ist enorm. Und natürlich plus 100% im Gefecht verdiente EP. Unnütz, aber der freie Erfahrung braucht, ist natürlich auch praktisch. Erstens, im normalen Gefecht wird die freie Erfahrung dann natürlich von der Gesamterfahrung abgezogen und mit den 100% wird das auch normal mehr sein. Oder man bekommt noch genug normale Erfahrung, um dann in freie Erfahrung dank Dublonen umwandeln zu können. Das war soweit alles von diesem Patch. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Runde, beim nächsten Patch, im nächsten Gefecht, im nächsten Replay. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und wir sehen uns dann. Ciao.